Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es ist ein großer Schluck aus der Pulle. Oder ist es ein zu großer Schluck? Wird das Geld mit beiden Händen rausgehauen? Sind es alles ungedeckte Schecks und Milliardenausgaben, von denen nur ein Teil durch Corona entstanden ist? Das und vieles mehr wird über den zweiten Nachtragshaushalt geredet. Ja, es ist verdammt viel Geld. Und es ist auch richtig, dass längst nicht alle Maßnahmen durch den Ausbruch des Virus notwendig geworden sind. Und Herr Liskow hat es eben selbst gesagt, ich zitiere Sie sinngemäß, die in der Pandemie zutage getretenen Probleme und den Nachholbedarf der Digitalisierung in der Verwaltung. Viele Millionen dieser Milliarden haben nicht ursächlich mit den Auswirkungen der Pandemie zu tun. Aber irgendwie hängen sie doch mit der Corona-Katastrophe zusammen, nämlich insoweit, dass genau der Ausbruch und auch die Ausbreitung dieses Virus so offenkundig verdeutlichen, dass dort, wo die ganz, ganz großen Lücken jetzt klaffen, längst hätte investiert werden müssen. Auf Messerschneide steht es im Gesundheitsbereich, im Schulbau, in der Digitalisierung, im Kinder- und Jugendtourismus, in der Überlebensfähigkeit der Kommunen, in der öffentlichen Daseinsvorsorge, in der Fachkräftegewinnung, im öffentlichen Personennahverkehr, in der Pflege, in der Kulturlandschaft und, und. Die Krise all dieser Bereiche hat nicht ihre Ursache in der Corona-Pandemie. Sie hat ihre Ursache im gefährlichen Geiz der letzten Jahre. Notwendige Ausgaben dürfen eben nicht verhindert werden, weil man sich eben die Welt nicht so malen kann, wie sie einem gefällt. Dennoch machen wir heute hier den ersten Schritt dafür, dass wir den Weg freimachen für eine Neuverschuldung in Höhe von 2.150 Millionen Euro. Wie viel ist davon Corona? Und wie viele Millionen schleppen wir seit Jahren mit uns rum? 360 Millionen Euro für die Universitätsmedizin. Ja, notwendig, aber nicht erst seit März dieses Jahres. 500 Millionen Euro für die Digitalisierung insgesamt. Ja, notwendig, aber nicht erst seit März dieses Jahres. Mehrere Millionen für die Ingenieurausbildung. Ja, auch die sind notwendig, aber doch offensichtlich nicht durch Corona. 18 Millionen für die Krankenhausförderung, ja, dringend notwendig, aber doch schon seit Jahren. Sehr geehrte Damen und Herren, und natürlich liegt die Präsidentin des Landesrechnungshofs auch nicht ganz so falsch, wenn sie im Gespräch mit dem NDR die Neuverschuldung massiv kritisiert und ausführt, dass viele Vorhaben nicht mit Corona zu begründen seien. Sie bezeichnet die Neuverschuldung als erschreckendes Zeichen und wirft die Frage auf, ob sich diese Summen mit der Corona-Krise rechtfertigen lassen. Da hat sie auch nicht so ganz Unrecht. Denn die Gründe für den Nachtragshaushalt sind teilweise tatsächlich hausgemacht, aber notwendig. Notwendig sind sie allemal. Auch um uns für künftige Ausnahmesituationen zu wappnen und das permanente Risiko, in dem wir in vielen Bereichen in den letzten Jahren gelebt haben, abzuwenden und Sicherheiten für die Bevölkerung unseres Landes zu schaffen. Denn jetzt haben wir die Chance, das Ruder noch mal rumzureißen, um die Kluft zu überwinden, die in den letzten Jahren gerissen wurde. Die Gesundheitsämter wurden löchrig gespart. Die Unimedizin war zum Risikopatienten mutiert. Die Schullandheime wurden ein Jahrzehnt von Investitionen ausgeschlossen und man hat den Ärztemangel ausgesessen. Das zeigt, wenn wir jetzt nicht investieren, droht das Land auf diesen Gebieten, die ich eben nannte, komplett zu scheitern und nämlich in den Gebieten, in denen wir in den letzten Jahren hier auf Verschleiß gefahren haben. Deshalb werden wir für diesen Haushalt stimmen.
Wir stimmen für die Anerkennungsprämie für zu pflegende Angehörige und wir stimmen für den Pflegebonus für die Beschäftigten in der Altenpflege. Wir stimmen für die Ausgaben in den Bereichen Digitalisierung und Krankenhausinvestitionen. Wir stimmen für die Kofinanzierungsmillionen genauso wie für die Veranstaltungswirtschaft und die Freiluftspielstätten. Der neue Studiengang Intensivpflege, Intensivmedizin wird von uns ebenso mitgetragen wie die Unterstützung der Arztpraxen und Gesundheitszentren im ländlichen Raum. Und natürlich sind auch die zusätzlichen Stellen im Institut für Qualitätsentwicklung notwendig, um die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger besser zu qualifizieren. Hauptsache hierbei ist nur, es werden nicht wieder Lehrer aus den Schulen abgezogen. Das hat dann zur Folge, dass noch mehr Seiteneinsteiger qualifiziert werden müssten. Sehr geehrte Damen und Herren, bereits beim ersten Nachtragshaushalt hat sich meine Fraktion in die Beratungen eingebracht und unter anderem den Sozialfonds ins Leben gerufen, der bisher zahlreiche Ehrenamtler, Sportvereine, Frauenschutzhäuser und Arbeitslosenverbände unterstützt hat. Und auf diese gute Zusammenarbeit haben wir nun auch bei diesem Haushalt aufgebaut und haben in wirklich fairen und sachlichen Verhandlungen mit der Landesregierung und mit der Koalition unsere Schwerpunkte für ein soziales Leben und Lernen in Mecklenburg-Vorpommern gesetzt. Und wenn die AfD von sich behauptet, das ist bei Ihnen nicht angekommen, Professor Weber, dann müssen Sie das mit Ihrer Gurkentruppe klären. Damit hat aber tatsächlich die Landesregierung nichts zu tun, denn Sie wurden genauso eingebunden in den Telefonkonferenzen mit der Maßgabe, hier ebenfalls Schwerpunkte nennen zu können. Jedenfalls haben wir in diesen bisherigen Verhandlungen erreicht, dass sich der bewährte Sozialfonds nochmals um 5 Millionen Euro erhöht. Und auch die 100 Millionen Euro für den Schulbau, um dem Sanierungsstau zu begegnen und Hygienemängel zu beseitigen, helfen den zahlreichen Schulträgern, die in der Warteschlange stehen. Diese Millionen sind richtig investiert. Und mit der Fortführung des Sommerferienhortes können die Familien ihre Kinder in allen Ferien kostenlos über die 3 Stunden eines Teilzeitplatzes und die 6 Stunden eines Ganztagsplatzes hinaus betreuen lassen. Und besonderen Wert haben wir auf die zusätzliche Qualifizierung und Beschäftigung der Arbeitslosen gelegt. Denn es müssen die vorhandenen Arbeitsmarktprogramme gestärkt werden, damit mehr Menschen und Firmen von diesen Programmen profitieren. Genauso wichtig ist uns, gerade vor dem Hintergrund des zu erwartenden Anstiegs der Arbeitslosenzahlen, die Unterstützung der Beschäftigungsgesellschaften und Bildungsträger im Land. Und ein ganz großes Bedürfnis ist uns, dass die Einrichtungen des Kinder- und Jugendtourismus endlich die dringend notwendige Unterstützung bekommen. Mit bis zu 5 Millionen Euro soll ein Modernisierungsprogramm aufgelegt werden, um den baulichen Zustand der Einrichtungen dem geltenden Standard anzupassen. Denn die Schullandheime und Jugendherbergen sind durch den Sanierungsstau der vergangenen Jahre und auch durch die Corona-bedingten Einnahmeausfälle nicht in der Lage, diese Mittel aus eigener Kraft zu stemmen. Sehr geehrte Damen und Herren, und jetzt brauchen wir die Antwort auf die eine entscheidende Frage. Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Das sind natürlich nicht die Altenpflegerin, der Erzieher, die Bäckerin oder der Industriearbeiter. Das sind auch nicht die Ingenieure, die Lehrerinnen und Lehrer. Es sind nicht der Koch und auch nicht die Klinikärztin. Das sind nämlich nicht die Gewinner dieser Krise. Das sind auch nicht die, die Vermögen in Millionenhöhe haben. Sie haben nicht die Mittel, über die zum Beispiel die 6 reichsten Familien Deutschlands verfügen. 137 Milliarden Euro sind das Vermögen dieser 6 Familien. 137 Milliarden Euro im Gegensatz zu 25,6 Milliarden Euro. Das ist nämlich das, was die gesamte Bevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns auf der hohen Kante hat. Allein eine Vermögensabgabe der Mehrfachmillionäre in Höhe von 5% würde für unser Land jährliche Mehreinnahmen von 150 bis 200 Millionen Euro bringen. Das ist in etwa die Summe,
die wir jährlich zum Tilgen der Schulden benötigen. Denn nicht die Aldi-Kassiererin darf zur Kasse gebeten werden, sondern die Erben der Gebrüder Albrecht. Nicht der Lidl-Verkäufer muss die Zeche zahlen, sondern der Lidl-Gründer Dieter Schwarz. Nicht der Arbeiter am Band bei BMW muss die Schulden berappen, sondern die Geschwister Klatten und Quandt. Diese Multimillionäre und Multimilliardäre dürfen sich keinen schlanken Fuß machen. Eine Vermögensabgabe macht sie nicht arm, aber eine mögliche Steuererhöhung würde große Löcher in die Taschen derjenigen reißen, die uns durch diese Krise getragen haben und die in vielen Fällen schon jetzt mehr schlecht als recht über die Runden kommen. Denn allein für das Vermögen 42,1 Milliarden Euro, über das die Geschwister Klatten verfügen, muss eine Altenpflegerin in Mecklenburg-Vorpommern 1,3 Millionen Jahre arbeiten und eine Verkäuferin sogar 1,9 Millionen Jahre. 42,1 Milliarden Euro, das ist das 15-fache von dem, womit wir heute das Leben im ganzen Land durch diesen Nachtragshaushalt aufrechterhalten, sichern und zukunftsfähig gestalten wollen. Sehr geehrte Damen und Herren, und natürlich ist auch mit den derzeitigen Haushaltsschwerpunkten längst noch nicht jeder wichtige und notwendige Bedarf berücksichtigt. Gern wollen wir versuchen, die Koalition in den weiteren Haushaltsberatungen davon zu überzeugen, dass darüber hinaus weitere Schritte zwingend erforderlich sind, aber nicht durch mehr Geld, sondern durch andere Prioritätensetzung. Denn von Anfang an hat zum Beispiel meine Fraktion darauf gedrängt, dass das Land die vom Bund bereitgestellten Mittel des ÖPNV-Rettungsschirms 1:1 ergänzt. So war es auch ursprünglich ausgemacht. Und so setzen das andere Bundesländer auch um. Aber ausgerechnet in Mecklenburg-Vorpommern, in dem die Kommunen eine geringe Wirtschaftsstruktur, aber eine hohe Finanzschwäche aufweisen, macht sich das Land jetzt hier aus der Verantwortung und lässt die Kommunen auf 10% einer Finanzierungslücke sitzen. Da würden wir gerne mit der Koalition in Verhandlung treten, dass diese 10% dann auch vom Land übernommen werden und es somit halbe-halbe zwischen Bund und Land geht. Genauso wichtig ist uns die Einsetzung eines Kinderbeauftragten, denn gerade diese Krise hat gezeigt, dass ihre Rechte eine zu geringe Rolle spielen, ob es prekäre Familienverhältnisse sind oder die Rechte im Gesetzgebungsverfahren oder dem täglichen Verwaltungshandeln. Hier wäre es auch möglich, den Kinderschutzbund finanziell so auszustatten, dass er diese wichtige Aufgabe wahrnehmen kann. Und nicht zuletzt ist es das auch von Herrn Liskow schon benannte Azubi-Ticket, was uns umtreibt. Schon so lange ist es auf dem Weg und immer noch nicht bei den Auszubildenden angekommen. Hier darf keine Zeit verschenkt werden. Dieses Ticket muss jetzt kommen, Herr Liskow, und nicht erst im nächsten Doppelhaushalt. Ich verstehe auch gar nicht, dass Sie das sagen, denn uns eint es ja. Es ist egal, ob SPD, CDU oder Linke, wir alle wollen das haben. Wir wollen das alle für die Jugendlichen haben. Da zitiere ich mal die Ministerpräsidentin sinngemäß, die sich im Januar äußerte gegenüber dem Nordkurier, dass ein solches Ticket, mit dem die Beförderungskosten übernommen würden, gerade in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern eine ganz konkrete Unterstützung für junge Menschen sei. Vincent Kokert betonte, dass es für die Union eine Herzensangelegenheit ist. Und Wolfgang Waldmüller sagte Anfang dieses Jahres, ich zitiere, insbesondere die Grenzregionen könnte es zu Sogwirkungen kommen. Dann kommt das Azubi-Ticket nicht nach Mecklenburg-Vorpommern, dann gehen Azubis dorthin, wo es ein solches Ticket gibt. Der stiefmütterliche Umgang mit der beruflichen Bildung muss beendet werden, zum Beispiel durch die Einführung eines kostenfreien Azubi-Tickets. Ende des Zitats. Noch nie war ich so sehr einverstanden mit Herrn Waldmüller.
Und in diesem Monat schimpfte dann auch noch Frau Friemann-Jennert in einer Pressemitteilung, ich zitiere, die Anhörungsreihe Jungsein in Mecklenburg-Vorpommern hat sich klar für ein Azubi-Ticket in Mecklenburg-Vorpommern ausgesprochen. Auch knapp ein halbes Jahr nach entsprechender Beschlusslage ist abseits freundlicher Worte wenig passiert. Ende des Zitats. Das, sehr geehrte Damen und Herren, ist doch die beste Grundlage für weitere gemeinsame Gespräche in den Haushaltsberatungen. Wir sind alle der gleichen Meinung. Das ist wunderbar. Und ich freue mich darauf, dass wir gemeinsam auch diese Aufgabe in den nächsten Wochen lösen werden.